ein kleiner, in dem Fall 140, schließt das Ganze und sagt, wunderbar, jetzt funktioniert's. Wenn ich jetzt die Eisen runterbiegen würde, komme ich nicht in die Grundbewährung rein. In dem Video geht es um das neue Update des Rückbiegeanschlusses. Den ladet ihr euch einfach herunter. Die aktuelle Version ist die 2411. Per Drag and Drop einfach in ein Teilbild ziehen. Und wenn das Ganze schon mal installiert wurde, fragt Alplan, ob der STD-Ordner auch alle Bilder überspeichern darf. Dann sagen wir okay. Wir haben jetzt den Report und auch das Subport installiert. Einmal reaktivieren. Moment, da waren wir in der Abdichtung drin. Hier der Rückbiegeanschluss. Per Doppelklick haben wir jetzt den ganzen Rückbiegeanschluss gleich am Mauszeiger. Wir können hier unten einen Drehwinkel eingeben, zum Beispiel 180. Und was ja natürlich Sinn macht, wir haben hier, zoomen wir ein bisschen hin, eine Innenwand zur Außenwand und hier ist konstruktiv vielleicht ein Rückbiegeanschluss nicht schlecht. Wir haben jetzt in dem Fall keine Bemessung und wollen das Ganze einbauen. Ich habe hier noch die Seitenansicht dazu und jetzt könnte ich theoretisch das Ganze hier absetzen. So, in die Mitte. Damit ich jetzt den richtigen Rückbiegeanschluss finde, ist es wichtig, dass ich erstmal die ganzen Einstellungen vornehme. Zum Beispiel hier kann ich meinen Bürostandard hier ändern, zum Beispiel das RBA in R- ändern oder sowas oder noch eine Klammer hinzufügen, dass beim Kurztext bei der Beschriftung das Ganze abgesetzt wird. Mache ich jetzt in dem Fall nicht. Das Level of Geometry kann ich ändern, das ist vielleicht schon etwas Wichtiges, was im Bürostandard auf jeden Fall eingestellt werden soll, ob man sozusagen den Kasten etwas detaillierter anzeigen möchte oder komplett detailliert. Das Level of Geometry von den Eisen vielleicht ein bisschen detaillierter darstellen oder komplett. Dann kann man auch die Rundung ein bisschen anpassen. Dann, also umso größer das Projekt, umso kleiner soll hier die Einstellung sein. So ist es einfach, damit die Performance nicht drunter leidet. Dann haben wir hier noch die verschiedenen Layer. Ich habe dem Kasten den Layer für Einbauteil Sonder gegeben und dann dem Eisen für Rundstahl allgemein. Somit wird in meinem Schallplan das Eisen nicht angezeigt und im Bewährungsplan schon. Und der Kasten bleibt bestehen. Jetzt brauche ich aber... Also was ist die Neuigkeit? Der RBA-Finder hat ein neues Häkchen dazu bekommen. Erstmal kann ich den anzeigen lassen. Und dann als Hilfskonstruktion ja oder nein. Wenn ich das Ganze deaktiviere, dann schaut es wie folgt aus. Ich habe hier eine Einstellung, da kann ich die Wandstärke eingeben. In dem Fall habe ich eine 20er Innenwand. Gebe ich 20 ein. Einmal mit Enter bestätigen. Und schon hat sich das Ganze hier eingestellt. Was ich jetzt hier sehe, ist die Grundbewährung, die innen liegt. Ich kann jetzt die Betondeckung zum Beispiel ändern, aber ich habe 2,5, das passt. Und die Grundbewährung ist zum Beispiel 8. Und jetzt wird es 1,6 cm und 1,6 cm angezeigt, dass ich weiß, hier ist die Grundbewährung. Und in diesem Feld muss sich mein Eisen bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze bestätige, jetzt habe ich das Ganze mal als Füllfläche dargestellt, dann sehe ich, oh, das wäre blöd. Erstens bin ich mit meinem Eisen in der Betondeckung drin und eigentlich müsste ich noch so weit rein. Das heißt, ich habe auf jeden Fall den falschen Kasten gewählt. Ich reaktiviere das Ganze wieder und sage, nein, ich möchte sozusagen den Kasten auf 160 mal probieren. Habe einen Comax P, Durchmesser 8, schließt das Ganze und sehe, es reicht immer noch nicht aus. So komme ich nämlich in die Grundbewährung rein und kann das Ganze nicht gescheit runterbiegen. Also werde ich sogar noch einen Kasten kleiner, in dem Fall 140, schließt das Ganze und sage, wunderbar, jetzt funktioniert es. Wenn ich jetzt die Eisen runterbiegen würde, komme ich nicht in die Grundbewährung rein. Ja, das kann ich jetzt zum Beispiel absetzen als Hilfskonstruktion oder nicht. Wenn ich es nicht als Hilfskonstruktion, dann sieht man es so wie es gerade. Und als Hilfskonstruktion sehe ich jetzt nur diese Linien selber. Und am Schluss, am Ende des Planes, sieht das keiner. Ich habe meine Hilfskonstruktion auf lila oder auf rosa gesetzt, deswegen nicht wundern. Standardmäßig ist es in Alplan auf gelb, aber gelb auf weiß sieht man halt nicht gut. So, und damit ich jetzt die Verlegung noch zu Ende bringe, live hier, reaktiviere ich einfach nochmal den Rückbiegeanschluss und verschiebe das Ganze in Z-Achse um 1,25, also 1,25. Mach einen Sondertypen noch draus, übergib hier den RBA auf die 4.
und die Drehung auch 180 Grad. Brauche hier keinen RBA Finder, den deaktiviere ich jetzt in dem Fall und setze das eine auf das andere drauf und man sieht hier schon in 3D hat das Ganze funktioniert und mit dem Griff ziehe ich den Rest noch hier oben rauf, denn der P darf 2,50 Meter lang werden als Sondertyp. Ansonsten im Standard ist er halt 1,25. Jetzt kann ich das Ganze schließen und wie immer mit Legenden oder mit dem Report auswerten, je nach eurem Geschmack. So, jetzt habe ich den RBA 1, das ist ein Standardtyp, deswegen ein Stück. Den RBA 4, der ist länger, deswegen hier eine Sonderlänge. Die Länge ist hier drin angegeben, in der Codierung, deswegen zwei verschiedene Stückarten. Ja, bitte liken und wer Zeit hat, am Montag, 5.2. ist bereits das nächste Webinar. Ansonsten, glaube ich, ist das nächste Mal wieder im Juni. Und dort könnt ihr live begleiten, was ich hier präsentiere, unter anderem auch den Rückbieganschluss. Servus, ciao, euer Peter.